Die grünen Papageien von Casala und Glück gehabt, bei mir steht jetzt Stefan Brinks, der schon ziemlich lange hier dabei ist. Und Stefan Brinks, ich wüsste gerne, 40% der Menschen hier in Köln haben Migrationshintergrund. 40%. Mhm. Warum ist das eigentlich kein großes Thema? Warum läuft es eigentlich, also grosso modo, im Großen und Ganzen? Also es läuft natürlich so, im ersten Anblick läuft es, aber ich glaube, dass wir immer noch uns bemühen müssen, dass es noch besser laufen kann. Weil ich glaube, es kann besser laufen. Weil was mir immer mehr auffällt, ist, unsere Stadtgesellschaft ist immer noch geteilt. Es gibt sowas wie die Südstadt oder Teile auch von Nippes, wo ich lebe. Und es gibt auch Stadtteile wie Chorweiler und Pfingst. Und wenn du unterwegs bist, mit Arschu sind wir ja in so Viertel auch unterwegs, du merkst, es gibt zwei Köln, es gibt nicht nur eins. Und wir müssen immer daran arbeiten, dass es irgendwann wirklich nur noch ein Köln gibt, wo es wirklich dann eins ist. Es ist gut bei uns, es ist nicht so, keine Ahnung, wie, also so ein Zusammenleben, wie wir das hier praktizieren, ist, glaube ich, nicht überall in unserem Land so. Wir machen das schon gut, aber wir können das noch viel besser machen. Ich komme ja nicht aus Köln, also ich lebe erst 25 Jahre hier. In Essen ist man nicht so patriotisch. Und ich habe mich jetzt gefragt, diese Liebe zu Köln, positiv formuliert, oder der Patriotismus, ist das eigentlich was, oder der Stolz auf die Stadt, was möglicherweise zusammenbindet, was sozusagen eine Integrationsmaschine sein könnte? Das scheint wirklich so zu sein, wo du das gerade sagst, Essen. Wobei wir jetzt als Band total gerne bei euch in Essen sind. Ja, wirklich, wirklich, wirklich gerne. Weil Essen ist so... Aber da gibt es nicht viele Lieder, dass man die Stadt besingt, nein, oder so, meine ich. Und das ist ja hier, nee, das ist sehr kölsch. Also das ist natürlich... Vielleicht hält uns das ja auch so zusammen. Diese vielen Lieder, diese etwas komische Sprache, wo die ja in Essen schon glauben, dass es holländisch ist. Das ist ja so, ne? Vielleicht ist das ja auch sowas... Sowas so wie das letzte Dorf der Geier, weißt du? Das ist ja, wenn du so bayerisch redest, das ganze Land, Bayern redet bayerisch. Kölsch sprechen ja, die Düsseldorfer nennen es ja schon rheinisch, obwohl es immer noch kölsch ist. Aber würde das Menschen, die sozusagen neu hier hinkommen, helfen, wenn sie meinetwegen die Lieder singen? Kommt man dann da emotional leichter rein vielleicht? Ich glaube, das hat viel mit der Musik zu tun, aber auch mit der Art des Zusammenseins. Und ich glaube, man darf auch dieses Fest Karneval nicht unterschätzen. Weil ich glaube, dass viele Leute, die hier hinkommen, das erste Mal Karneval erleben, die glauben echt, sie werden auf dem Mars gelandet. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Was ist denn der Integrationsfaktor daran? Der Integrationsfaktor ist ja, die sind all bekloppt und dann kann ich ja gar nicht bekloppter sein. Also vielleicht traut man sich dann mehr. Vielleicht geht man dann offener auf die Leute zu. So denke ich mir das manchmal. Wenn du so als Neuköllner, egal ob du jetzt aus Ostwestfalen oder vielleicht aus Anatolien kommst und siehst, wie die hier drauf sind, fällt es dir vielleicht leichter, dich dran zu hängen, weil du merkst, die sind ja gar nicht ernst. Die meinen ja hier so, was ziehen die hier ab? Das so ein bisschen so, das ist so verrückt und jeck, dass vielleicht die Leute auch glauben, dass sie da ihren Platz leichter finden können. Dass sie nicht nur funktionieren müssen. Ich glaube, das ist in Köln ziemlich wichtig. Was muss passieren, damit Arschu Zeng auseinander ein bisschen diverser wird vielleicht? Dafür muss passieren, dass jüngere Leute zu uns kommen, und zwar nicht heute Abend hier Musik machen, sondern wir sind ja ein Verein, wir haben ja auch so Verpflichtungen, wir müssen Vorstandssitzungen machen und sowas. Wenn wir das schaffen würden, natürlich auch Frauen und Mädchen zu holen und vor allen Dingen auch jüngere Leute. Weil heute sind sie alle hier, aber bei der Vorstandssitzung, da sitzen wir da wieder mit unserem alten Herrenclub. Das ist unsere Aufgabe auch. Aber also, trotzdem seid ihr ja mit Leidenschaft dabei. Sonst wäre ja hier diese große Party heute Abend, die wäre nicht dabei, möglich gewesen. Aber jeder, der sich einbringen darf, sage ich ganz ehrlich, meldet euch bei Arschu. Ihr könnt in den Verein eintreten. Wir können auch lustig sein, können auch ernst sein. Und wir machen auch ganz andere Sachen als hier so eine große Party. Wir machen Sachen in den Fädeln, besonders vor Wahlen. Wir machen immer diese Aktion, geht wählen. Aber das ist halt dann so wirklich politische Knochenarbeit. Aber das macht Spaß. Ich mache das total gerne. Ja, das wäre ja meine letzte Frage gewesen. Was treibt das Herz an, bei sowas hier mitzumachen? Das treibt dich an, wenn du, sag ich jetzt mal ganz blöd, wenn du ein antifaschistischer, demokratischer Mensch bist, das reicht. Das reicht, weil du willst. Ich fand zum Beispiel heute, ich habe den Namen vergessen, von der iranischen Sängerin. Sogan. Ja, die ist mir total, das ist mir echt ans Herz gegangen. Warum? Und du, ja, weil du gemerkt hast, dass sie auf der Bühne und ihre Landsmännen in den Rängen, die sind, das ist ein Scheißwort, aber die befinden sich im Endkampf. Und die wissen auch ganz genau, wenn dieser Aufstand schief geht, werden die ihre Freunde drüben im Iran verlieren. Die werden die umbringen. Und da hast du gemerkt, und an dem Punkt wollen wir nie wieder kommen.
Und das war so ergreifend. Da weißt du auch, warum du für Demokratie, für Offenheit, für Vielfältigkeit und für Antifaschismus kämpfst. Weil so ein Regime, ob das jetzt der Schah war oder diese Mullahs, in meinen Tatsinn, das ist faschistisch. Die machen andere Leute fertig. Danke für das Gespräch, Stefan Brings. Wir können charmant rübergucken. Ja. Querbeat kommt nämlich jetzt. Querbeat kommt jetzt, genau. Und das sind so junge Leute, die wir brauchen hier, Querbeat.